Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und was braucht man passend zum Jahresabschluss? Eine Liste von mir mit den 10 Alben, die ich am meisten gehört habe. Ganz klar. Heute im Video erwarten euch 9 Gäste, die meisten von uns sind Metal-YouTuber, also dranbleiben. Die werden euch nämlich das Album präsentieren, das in der Liste dann vorkommt. Starten wir dann gleich mit der Nummer 10 nach dem Intro. Angefangen wird die Liste mit Borgnaga mit True North. Als ich Borgnaga das erste Mal hörte, das war so mit Winterfries, da war ich komplett überrascht von der Band, ich kannte die davor nicht. Und ich finde, an Winterfries ist die Platte nicht dran gekommen, aber True North ist definitiv zu Recht in der Liste. Los geht's. Borgnaga und The True North. Das ist das 11. Album der Bergener Pagan Viking Black Metal Band. Die es jetzt schon tatsächlich ein Vierteljahrhundert fast gibt. Gehören da schon so ein bisschen mit zu den Pionieren und haben sich immer stark gewandelt. Ich muss auch sagen, ich kenne da erst in erster Linie noch die alten Sachen von Borgnaga und habe die seit den letzten Jahren so ein bisschen auch aus den Augen verloren. Als jetzt The True North rauskam, war es auch in vielen Magazinen direkt Album des Monats. Also ich weiß es auf jeden Fall, glaube ich, von Death Forever, da waren es, glaube ich, Nummer 1. Und ich muss sagen, das Album hat tatsächlich ein bisschen bei mir gebraucht. Das hat beim ersten Durchlauf gar nicht bei mir gezündet. Also im ersten Durchlauf, da war ich ein bisschen, ich wusste nicht so recht, was ich damit anfangen kann. Es hat mich so ein bisschen erinnert, so an dieses Atlantean Codex, dieses Progressive, ich sag mal, Adult-Oriented Metal, würde ich das fast nennen. So ziemlich komplexer Heavy Metal für, ja, gefühlt für Leute über 40. Und gab auch ein paar. Ich habe beim ersten sind mir diese Black Metal Parts gar nicht so bewusst geworden, die über das Album verteilt sind. Aber umso häufiger ich das Album gehört habe, umso mehr und mehr gingen so die Songs gut so an mich ran und ich kam immer besser mit dem ganzen Album klar. Das ist gewachsen. Es ist gewachsen. Ich habe es mir jetzt, glaube ich, inzwischen auch bestimmt schon 20, 30 Mal angehört. Und ich muss sagen, inzwischen bin ich richtig begeistert. Ich würde sagen, ich pack's wirklich zu meinen Top 3 Alben dieses Jahr, die rausgekommen sind. Denn was die da abgeliefert haben, ist geil. Wenn man auch auf die Texte, wenn man sich noch so ein bisschen auf die Texte konzentriert, die da geschrieben werden, ist es wirklich nichts. Es ist weit abseits von dem ganzen Klischee Black Metal oder dem ganzen Klischee Viking Metal, den man da so hatte mit Humpen und Wikingerhorn. Das geht wirklich sehr um auch die menschliche Natur an sich, um die Kreation. Wenn man so dieses ganze Album hört, so vom ersten Track bis zum letzten Track, hat man das Gefühl, so eine Reise schon fast durchzumachen, weil es gerade so gegen Ende auch deutlich düsterer wird und auch so die etwas, ich habe zumindest das Gefühl für mich, so die black-metallischen Anteile steigen, während es am Anfang noch sehr positiv zu sein scheint und auch noch sehr upbeat-mäßig, wird es immer düsterer am Ende. Und wenn dann am Ende dieser Song Voices kommt, geht es ja sozusagen schon fast um den Tod und man merkt schon, wie das lyrische Ich, das das ganze Album einen begleitet hat, sich so langsam verabschiedet und zugrunde geht. Es geht richtig unter die Haut, das Album. Auf Nummer 9 haben wir Rotting Christ. Rotting Christ kannte ich auch vom Vorgängeralbum, nämlich mit Rituals. Das ist einfach so eine geile Band, so dark, mit ein bisschen Black Metal. Ich bin der Filmelf und ich habe ein paar Worte über Rotting Christ zu verlieren, über das neue Album The Heretics. Dieses Jahr rausgekommen und was soll ich sagen? Ja, die Athener haben es ordentlich drauf. Soll man keiner sagen, dass die Griechen keine gute Musik machen können? Ist ein ordentliches, ja, wie soll ich sagen, Black Metal ist es zum Teil schon, aber man könnte schon eher sagen, so in diese Goth Metal Richtung oder Dark Metal Richtung. Ist ein ordentliches Brett, was die abgeliefert haben. Und wer es noch nicht kennt, sollte sich unbedingt Fire, God and Fear davon anhören. Für mich eines der Alben des Jahres und live auf jeden Fall einen Blick wert. Ich durfte die dieses Jahr schon zweimal sehen, einmal auf dem Vienna Metal Meeting und einmal auf dem Brutal Assault. Beide Male haben sie absolut abgerissen. Also ich fand die richtig, richtig geil. Nur habe ich den Fehler gemacht, ich habe das Album erst nach dem Festivals gehört, das heißt in den letzten 2 Wochen eigentlich, aber dafür läuft es rauf und runter. Also ist definitiv, auch wenn ich mich wiederhole, so eines meiner Alben des Jahres und Rotting Christ kann man in der 25-jährigen, sind es 25? Ich glaube, es sind 25 Jahre, in der 25-jährigen Bandgeschichte kann man immer noch sagen, die haben's noch drauf, es ist ein geniales Album und live sowieso der Hammer. Auf Nummer 8 haben wir Avantasia mit Moonglow. Avantasia kannte ich ja schon seit meinen Anfangstagen. Avantasia war so die Band, die mich zum Metal brachte, oder eine von den Bands.
Und dieses Album wird vorgestellt von Nerustus Rising. Wahrscheinlich der Metal-YouTuber, den ihr jetzt nicht kennt von der Liste, denn den gibt's ganz neu. Ich glaube, der hat jetzt 3 Videos. Schaut bei ihm vorbei und schaut euch jetzt aber davor mal dazu Review an. Und Link in der Beschreibung natürlich zu jedem anderen YouTuber auch. Ich bin der Jan von Nerustus Rising und ich bin heute in diesem Video, um ein wenig über das neueste Album von Avantasia zu reden, Moonglow. Und wir fangen einfach mal bei dem offensichtlichsten an, bei dem, was man wirklich sieht, sobald man diese CD in der Hand hat, und das ist das Artwork. Ich habe selten ein so unfassbar schönes Artwork gesehen, das auch noch so gut zu dieser Musik passt, eine unglaublich tolle Symbiose mit dieser Musik bildet. Also das, was man auf diesem Artwork sieht, spiegelt sich auch genau in der Musik wider. Musikalisch geht Moonglow 2 Wege gleichermaßen. Auf der einen Seite ist es sehr, sehr eingängig und auf der anderen Seite teilweise auch wirklich progressiv, gerade in den langen Songs. Direkt am Anfang kommen auch sofort wieder diese Meatloaf-Vibes auf, in Verbindung mit dem Hang zur Operette. Das ist es eben, was für mich seit jeher Avantasia ausmacht. Was für mich noch Avantasia ausmacht, sind die Gastgesänge, unter anderem von Jorn Lande oder eben Bob Catley. Diese beiden könnten auch ein Telefonbuch vorsingen und ich würde das feiern. Mein absolutes Highlight auf Moonglow ist der 11-minütige Song The Raven Child, auf dem singen Hansi Kirsch, Jorn Lande und Tobias Sammet natürlich. Und dieser Song wirkt auf mich wie eine Art Sog. Ich kann mich diesen Hafenharmonien am Anfang gar nicht mehr entziehen. Und natürlich, in typischer Avantasia-Manier, baut sich dieser Song immer mehr auf und immer mehr auf, wird dann unglaublich ruhig, um dann zu einem furiosen Finale zu wechseln. Für mich ist Moonglow nicht das stärkste Avantasia-Album, aber es spielt sehr weit oben mit, wer auf komplexe und gleichzeitig eingängige Songs steht. Der macht auf jeden Fall nichts falsch bei diesem Album. Auf Platz 7 haben wir As I Lay Dying. Sie sind wieder zurück aus der, ja, Pause, kann man jetzt sagen, und mit Shape by Fire haben sie wirklich wieder ein sehr gutes Album abgeliefert. Da spalten sich so ein bisschen die Meinungen, habe ich auch mitbekommen, weil ich kenne ein paar, die finden es gut, ein paar, die finden es nicht gut und die fanden aber die davor wieder gut. Ja, ich finde, Shape by Fire ist ein sehr gutes Album geworden und viel Spaß mit dem Review jetzt. Herzlich willkommen an alle Zuschauer von Flo's Metal World. Ich bin der Dark Siffler und ihr erfährt jetzt von mir mein Album des Jahres 2019 und es ist As I Lay Dying mit Shaped by Fire. Ein sehr diskutiertes Album, umstrittenes Album. Ist es überhaupt gerechtfertigt, dass diese Band noch auf dieser Welt, auf dieser Erde wandelt und tourt? Muss man ein schlechtes Gewissen dabei haben, dass diese Band wieder auf Tour ist? Denn sie hat einen sehr kontroversen Sänger, der seine Frau umbringen wollte, dafür in den Knast kam, seine Zeit abgesessen hat und jetzt wieder mit der Band auf Tour ist. Es wurde sehr viel diskutiert, aber dennoch kam das dabei raus am Schluss. Und ich muss euch sagen, Shaped by Fire, As I Lay Dying ist und bleibt ein geiles Album. Es ist 1:1 As I Lay Dying, wie es vorher schon, bevor das alles passiert ist, war. As I Lay Dying ist einfach ein Mitbegründer des Metalcore-Genres und das zeigen sie hier auf dem Album wieder. Wir sind immer noch Metalcore, wir machen immer noch den geilen Stuff, wir hauen immer noch die Beats raus und on point und wir spielen unsere Instrumente so perfekt, dass es gar nicht anders geht. Und die Lieder, die dabei rauskommen, sind natürlich dann auch sehr, sehr geil. Ich muss euch sagen, dieses Album kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Herz ist euch auf jeden Fall vorher mal auf Spotify an. Aber das ist Metalcore, so wie ich ihn kenne, so wie ich ihn kennen und lieben gelernt habe vor 10, 15 Jahren. Und ja, As I Lay Dying. Haut es euch rein. Mir ist es scheißegal, was der Künstler gemacht hat. Die Kunst ist wichtig und sie haben damit abgeliefert. Definitiv. Das war mein Album des Jahres. Und jetzt abonniert den Flo's Metal World, wenn ihr es noch nicht getan habt und schaut euch mal bei Dark Siffler vorbei. April Whale habe ich das erste Mal dieses Jahr live gesehen, da fand ich die irgendwie nicht so gut und dann habe ich mir vor ein paar Monaten gedacht, da höre ich jetzt nochmal rein und somit ist die Band nun auf Platz 6, nämlich mit dem Album Trauma. Ich finde das Album komplett geil, also jeder Track ist eigentlich gut, zu Recht auf Platz 6, April Whale mit Trauma. Nach der EP und dem ersten Album, die man relativ klar in die Genres Post-Hardcore-Metalcore einordnen kann, wird es hier bei Trauma schon sehr viel schwieriger. Die Mischung ist irgendwo zwischen modernen Hip-Hop-Klängen und Trap und Gesang und ja, der aus dem Genre kommt und
ganz klar Metal, Metal Riffs, Breakdowns, also alles, was im Post-Hardcore und Metalcore auch beheimatet ist. Sie wollen ein bisschen viel und schaffen es nicht immer, denn die Qualität erschließt sich meiner Meinung nach in den Songs am ehesten, wo sie sich für eine Richtung entscheiden. Und das sind eben die drei Songs, die ich herausheben möchte. Bowdown als Breakdown-lastige Metalcore-Nummer, Hurricane als epische und sehr persönliche Mitsing-Nummer und Let Me Be Sad, aber eben nicht als ja, Metal-Nummer per se, sondern als Rap-Rock-Song, den der Oldschool-Hip-Hopper aber auch solche Bands wie Hollywood Undead sehr stolz machen würde. Und in, speziell in diesen Songs zeigt sich eben auch eine weitere Qualität der Band, und das ist eben die stimmlichen Fähigkeiten vom Clean-Sänger Burkheiser, der vor allem in den hohen Lagen eben klingt wie Danny Worsnop von Asking Alexandria oder Trenton Todd Smith von Hands Like Houses. Also da sehe ich die großen Qualitäten der Band. Lasst dem Flo einen Like da und vergesst nicht, schaut euch bei uns einmal vorbei, For Those About To Rock. Wir machen sehr viele coole Interviews. Eines, das unter anderem als nächstes auf YouTube zu sehen sein wird, ist ein Interview mit Memphis Mayfire, und uns gibt es jeden Sonntag live bei For Those About, auf Radio Agora 105,5, und da gibt's Metal und Rock zum Abwinken. Auf dem 5. Platz findet sich In Flames wieder mit I The Mask. Anfangs dachte ich, dass das Album noch weiter oben ist, als es rausgekommen ist, weil es wirklich sehr stark ist. Aber es haben dann andere Alben nachgezogen, die ein bisschen besser sind noch. Aber ein starkes, sehr, sehr starkes Album. Besser als die Alben davor. Also besser als Siren Charms, muss ich sagen. Besser als Battles. Das steht mal fest. Ich glaube, sie sind mit einer Spur härter geworden. Aber dazu weiß natürlich der Matze von Dishes Dream mehr. Los geht's. I The Mask von In Flames, erschienen dieses Jahr 2019. Track Nummer 1, Voices. Der Albumauftrag zeichnet sich aus durch ein spannendes Intro, das Lust auf mehr macht, und der Song malmt nur so dahin. Abgerundet wird das Ganze mit einem cleanen, eingängigen, aber sehr einfachen Refrain. Track Nummer 2, I The Mask, der Titelsong. Grundsätzlich geht die Nummer von Anfang an gleich etwas mehr ab als die erste Nummer und erinnert mich persönlich vor allem an das Album A Sense of Purpose, in das ich mich einfach absolut verliebt habe. Track Nummer 3, Call My Name. In Flames macht ihn melodiöser Höchstform weiter, auch wenn mir persönlich der Vers nicht ganz so gefällt. Die Stimme ist sehr gewöhnungsbedürftig. I Am Above. Die Euphorie über das aktuelle In Flames Album reißt bis Track Nummer 4 einfach nicht ab. I Am Above geht ins Ohr, reißt mit einem rhythmischen Refrain mit und on top of that geile Melodien, genau so soll sein. In Track Nummer 5, Follow Me, setzen die Flames wieder auf ihre Akustikgitarre, die teilweise oder stellenweise soundmäßig an Come Clarity erinnert. Nicht mein persönlicher Favorite-Song, aber schön für zwischendurch. Track Nummer 6. Der Track klingt eher so, als ob er mehr als nur diese eine Nummer hätte werden sollen, aber man hat sich nicht richtig entscheiden können. Zum Zwischendurchhören, okay, muss für mich persönlich aber nicht sein. Track Nummer 7, We Will Remember, hat einen modernen Flair und der Refrain geht sehr ins Ohr. Und das Drumherum lässt sich streiten. Am störendsten ist die zweite Hälfte des Verses und die erste Hälfte der Bridge, die nicht ganz so richtig zusammenpassen möchten. Es klingt einfach so, als ob das die Jungs noch besser könnten. Track Nummer 8, In This Life. In This Life ist sehr poppig, was ja nicht zwingend etwas Negatives ist. Das kommt natürlich immer auf die Nummer selbst drauf an. Aber in dem Fall, aus meiner Sicht, sehr gelungen. Beim Chorus musste ich ein bisschen an I'm the One and Only aus 1991 denken. Und gerade das macht den Song für mich irgendwie sehr sympathisch. Track Nummer 9, Burn, geht sehr ab, aber es klingt doch das Opener-Riff sehr nach Punkrock und das mischt sich vor allem immer wieder in den Vers. Der Chorus, was ist da passiert? Es klingt einfach, als ob die Teile des Songs nicht ganz zusammenpassen, und für mich das absolute No-Go auf diesem Album. Track Nummer 10, Deep Inside, eröffnet sehr orientalisch und reißt auch richtig mit, aber bis dahin im ganzen Album insgesamt doch etwas zu viel Pop, also es reicht mittlerweile. All The Pain, Track Nummer 11, die vorletzte Nummer auf dem Album, eher ein kleiner Reinfall. Sehr ruhig überwiegend und wäre sicher nicht schlecht, wenn sie nicht von In Flames wäre, aber die Nummer ist einfach zu anders und passt nicht so richtig zur Band.
Und der Abschluss, Stay With Me, mein absolutes Highlight auf dem Album. Zwar sehr poppig, aber die Nummer hat einfach einen gewissen Charme. Sie reißt mich mit, sie ist perfekt zum Zwischendurchhören. Muss nicht unbedingt gerade in Metal-Mood sein, um die Nummer zu hören. Und trotzdem habe ich In Flames mit dem kompletten In Flames-Feeling. Sehr gelungen. Ja, das Fazit, In Flames kann es besser, wir wissen es, wir haben es auch schon gehört. Aber das Album hat seine Momente, ein paar wirkliche Schmuckstücke sind dabei. Das Album zu hören oder sich zu kaufen ist sicher kein Fehler. Der ein oder andere Song darauf vielleicht schon. Elveti mit Ategnatus sind zurück, nehme ich auf den vierten Platz. Ich habe sie dieses Jahr auch live gesehen und ja, Elveti live ist natürlich komplett überwältigend, wenn so 9 Menschen auf der Bühne rumstehen und spielen. Und das ganze Album, das macht auch richtig Stimmung, macht richtig Bock, weil viele verschiedene Parts drinnen sind, aber natürlich weiß da auch jemand mehr. Los geht's. Ja, Mahlzeit. Erstmal Cheers, Flo. Und ich soll für euch das Album Ategnatus vorstellen von Elevati. Und wie macht man das am besten? Stück für Stück. Alles in allem ist Ategnatus im Vergleich zum Vorgänger ein sehr geiles Album. Der Vorgänger Origins fand ich relativ langweilig. Das Album hat natürlich auch ein paar Highlights. Lied Nummer 1 und Lied Nummer 3, das sind für mich Highlights. Das ist einmal Ategnatus, der Titel selber, und Deathwalker. Das sind so 2 Lieder, relativ früh, die gut zum Headbang einladen. Richtig geile Songs, wo man mal gut mit dem Kopf schütteln kann. Wo man natürlich auch die klassischen Instrumente hört, wie die Flöten, die Dudelsäcke. Sehr geil. Cry in the Wilderness, das ist so ein richtig typisch harter Elevati-Song, der gut nach vorne geht, aber auch richtig gute, ruhige Zwischenparts hat. Wo man auch natürlich diese klassischen Instrumente, diese traditionellen Instrumente sehr gut raushört. Finde ich geiler Song. Ja, es gibt aber auch Tiefpunkte auf dem Album. Ambiramus zum Beispiel ist so ein Lied, das ist für mich, klingt mir zu poppig, es ist mir zu seicht, es ist mir, ja, so mit Frauengesang und ist gar nicht so meins. Ja, aber vielleicht gefällt es euch ja. Dann so die letzten Lieder ab dem 9. Lied, dann geht das einmal so krass durch. Man hört so 9, 10, 11, 12, 13, es geht halt wirklich hart. Das ist halt Elevati-Songs, so wie man sie hören möchte, nicht so wie bei Origins, was wie gesagt sehr langweilig war. Mit Ategnatus richtig geiler Weg eingeschlagen. Könnte mein Album des Jahres werden, bin ich mir aber noch nicht ganz so sicher. So, und den Rest trinke ich jetzt auf euch. Und ciao. Der dritte Platz geht an Within Temptation Resist. Das habe ich nicht gedacht, aber als ich dann nochmal in mich reingegangen bin, musste ich feststellen, ich habe das Album wirklich sehr, sehr, sehr aufgehört. Ein Spitzenalbum, Spitzenmelodien, Spitzenrefrains. Alles top, muss man sagen. Und ich gebe dann gleich wieder mal mein Wort weiter. Los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Captain Drunk. Danke, Flo's Metal World, dass ich bei dir kurz ein kleines Album vorstellen darf. Ich habe mich für Within Temptation Resist entschieden. Das Lied kommt mit knapp 2 Stunden und ungefähr 25 Liedern daher. Wobei man auch sagen muss, dass viele Lieder auch instrumental ist, dass es die Deluxe Edition ist. Ich habe mir das Album was angehört und finde es ganz in Ordnung, ziemlich gut gemacht. Und auch wenn da 1 oder 2 Lieder dabei sind, die eher in die Pop-Richtung gehen, kann man sich's anhören. Wer auf Gothic Metal oder Symphonic Metal steht, wird hier vollkommen bedient sein. Und bei Within Temptation kann man sowieso nichts falsch machen. Die geben immer gute Musik ab. Und viele Lieder machen Spaß, sich anzuhören, sich in diese Traumwelt hineinzuversetzen oder in diese Welt, wo sie dadurch erschaffen. Also bei mir ist es immer so, die erschaffen bei mir immer richtig schöne Welten. Und ich muss sagen, Within Temptation ist ziemlich gleich geblieben, ist immer noch bei den Wurzeln. Wie gesagt, aus den 1 oder 2 Popliedern, aber mir hat es sehr gefallen. Und ich bin mal gespannt, wie die Zukunft von Within Temptation aussieht. Sie haben es ja auf Wacken gespielt, vielleicht kommen sie ja nächstes Jahr wieder auf Summer Breeze. Gut, dann war es auch schon kurz und knackig und ich wünsche noch viel Spaß beim Flo, also ciao, Captain Ende. Auf dem 2. Platz findet sich ein Album wieder, das eigentlich vor kurzer Zeit herausgekommen ist, nämlich Ginger mit Macro. Ein sehr, sehr geiles Album, also das Vorgängeralbum Micro, das war ja so ein bisschen ein Teaser, würde ich sagen, auf das Album jetzt. Das komplette Review, also meine Meinung, gibt es natürlich auch in der Playlist, in der Beschreibung verlinkt, genauso wie zu jedem anderen Album, das ich jetzt erwähnt habe, gibt es, glaube ich, ein Review von meiner Seite aus. Also einfach mal reinschauen, aber davor schaut euch jetzt noch das Review an und dann erwartet euch auch gleichzeitig noch der Platz 1. Das ist vielleicht etwas, was ihr gar nicht erwarten würdet, dass ich es euch vorstelle. Das ist Ginger mit Makro und ich muss sagen, da, jetzt, ich habe ja eben schon über Borglager geredet und dass es mich dort auch ein bisschen gebraucht hat, bis ich in das Album reingekommen ist. Aber Makro, muss ich sagen, hat sogar noch deutlich länger gedauert. Uiuiuiui, ich muss sagen, ich habe das jetzt wirklich
auch schon 10, 12 Mal jetzt gehört. Ich muss sagen, es hat wirklich eigentlich jetzt wirklich bis fast zum 12. oder 11. oder 12. Durchlauf gedauert, bis ich mit dem Album eigentlich klargekommen bin. Ich persönlich bin ja jetzt nicht der größte Core-Hörer, ich bin auch nicht der größte Gent-Hörer und ja, das Album hat es mir echt nicht leicht gemacht. Die Gitarren sind sehr, sehr vertrackt, es ist sehr, sehr progressiv, sehr, sehr technisch. Und progressiv-technischer, also auch Death Metal ist ja auch mit drin, so progressiv-technischer Death Metal ist ja auch zum Beispiel gar nicht mein Ding. Und wenn dann auch noch das Ganze noch mit Gent und Core gemischt wird, dann könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das für mich ist, da irgendwie reinzukommen. Nichtsdestotrotz habe ich es nicht aufgegeben und das nicht zuletzt auch hier, vor allen Dingen wegen Tatjana, der Sängerin, die tatsächlich eine unglaubliche Bandbreite hat, was ihre Stimme angeht. Also die kann growlen, die shoutet, die kann melodisch sehr, sehr gut singen, die kann leise, sie kann laut. Und das macht es wirklich interessant. Ich muss sagen, selbst wenn man sich also diese ganzen Gitarrenlinien, die ich will's gar nicht irgendwie schmälern, die wirklich gut gemacht sind, wenn man darauf steht, also diese Art von Musik mag, und ich würde auch sagen, dass man erkennt, dass das sehr, sehr gute Musiker sind, gerade an der Gitarre. Aber was für mich das Album wirklich trägt, ist die Stimme der Sängerin, die wirklich sehr, sehr viel Spannung, sehr viel Melodie und auch hier wieder, das ist auch wieder ähnlich wie beim anderen Album, ich möchte da jetzt nicht mehr so viel Druck zu aufnehmen, aber auch hier merkt man auch wieder, wie Geschichten erzählt werden, hier geht es wirklich auch viel, weil hier werden auch viele Erfahrungen verarbeitet, viele persönliche Erfahrungen von der Band, die ja auch 2014 tatsächlich auch ein bisschen umsiedeln musste, weil sie ja eigentlich aus der Ostukraine kommt und dann durch die kriegerischen Handlungen dort gezwungen war, den Standort zu wechseln. Das scheint hier alles so ein bisschen durch. Es gibt auch so ein bisschen so ein paar Kriegsbilder, die da drin vorkommen in dem Album. Und auch viele persönliche Geschichten, viele persönliche Probleme werden da verarbeitet. Sehr, sehr interessant. Auch wenig kitschig, wie man das vielleicht damals aus der ganzen New-Metal-Phase kennt, wo das alles so ein bisschen jammernd daherkam, wie die Jugendprobleme damals behandelt werden. Hier finde ich das sehr, sehr gut gelöst, sehr erwachsen wirkt das Ganze. Soundtechnisch kann man auch überhaupt nicht meckern. Das Album ist perfekt produziert. Für meinen Geschmack schon eigentlich zu perfekt. Ich persönlich mag es ja gerne ein bisschen rauer, deswegen komme ich ja normalerweise mit diesem Gent und diesem Technikzeug eigentlich auch normal gar nicht so gut klar. Generell, wie gesagt, mag ich Ginger, ich mag generell auch eher ihre, sagen wir, Songs, die mir ein bisschen straightforward sind. Da gefallen sie mir sehr, sehr gut, da kann ich es mir sehr schön anhören. Leider habe ich es dieses Jahr nicht geschafft, ich wollte es mir eigentlich dieses Jahr live angucken, habe es nicht geschafft, weil, ja, war ausverkauft. Kein Wunder, eine Band, die ist auf jeden Fall auf dem Weg nach oben und das würde ich auch auf jeden Fall prophezeien, dass diese Band oder auch gerade die Sängerin Tatjana, ich glaube, die werden im nächsten Jahr auf jeden Fall Arch Enemy da so ein bisschen als an der extremen Metal Front, Female Fronted Extreme Metal Bereich werden sie da auf jeden Fall die Spitze übernehmen. Gibt ihnen ganz nochmal 3-4 Jahre, dann sind die auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei und treten auch in den größeren Schuppen auf. Aber bis dahin, wer es gentig, wer es progressiv mag, der holt sich Makro. So, das war's auch wieder von mir. Viel Spaß noch. Auf Platz 1 ist ein Album, das jetzt nicht zum Metal gehört, aber ich muss es mir eingestehen, es ist das Album, was ich am öftesten gehört habe dieses Jahr. Nämlich irgendwie jeden Tag, seit es raus ist, und das gibt schon eine Weile, ja. Auf Platz 1 befindet sich nämlich ein Akustikprojekt sozusagen, vielleicht mit ein bisschen Pop-Einflüssen manchmal, aber die grundlegenden Instrumente sind dann Klavier, Gitarre und natürlich Gesang. Die Rede ist von Simmel mit dem Debütalbum Simmel. Also für alle, die so ein bisschen, ja, manchmal etwas Ruhigeres brauchen, auch zum Mitsingen mit geilen Melodien, auch mal ein bisschen ein schnellerer Track, was so in den Rockbereich vielleicht reingeht, da gibt's zwei oben, und dann auch ein bisschen so Depri-Songs sozusagen. Der Typ hat davor immer Singles rausgebracht und jetzt hat er sich dann gedacht, okay, mache ich mal ein Album, sind ungefähr 50-50, also ein paar ältere Songs, aber dann auch neue dabei. Und wenn man sich das Ganze dann mal auch live ansieht, sieht man, der hat's wirklich drauf, der kommt richtig hoch auf mit der Stimme und auch richtig geil runter, und er trifft auch live jeden Ton. Also dieses Album ist zu Recht auf Platz 1, weil das ist ein Musiker, wo man wirklich sagt, der hat's drauf, der hat's verdient, auf der Bühne zu stehen, und der hat's für den Abend auch verdient, mehr gehört zu werden. Also meine Anspieltipps vom Album wären zum einen, also jeder Song, weil ich irgendwie jeden Song geil finde, außer Bad, den finde ich nicht gut, aber sonst, also nicht gut auch nicht, der ist eher nicht so meins. Das ist zu viel Pop, ein bisschen zu viel Elektro drin. Aber Clean Eyes, mit dem Song wird das Album schon mal angefangen, ist ein grandioser Song, geht zum Beispiel so ein bisschen auch in den Rock rein. Dann geht's weiter mit Wildfire, wo es auch eine richtig geile Alternative-Version dazu gibt. Die Alternative-Version finde ich eigentlich sogar noch besser als die, was im Album jetzt oben ist.
Aber richtig geil. Dann kommt eben der besagte Song Bad, den ich jetzt nicht so gut finde. Dann Where's My Love wurde als Single schon davor released und mit dem ist auch so ziemlich, ja, mit dem ist er berühmt worden sozusagen. Also der hat die meisten Klicks. Break Free, was dann wieder ein bisschen rockiger ist. The Bird ist dann so ein Anspieltipp, den ich richtig gut finde. Also den kann ich jedem ans Herz legen. Ist auch für jeden Mettler, glaube ich, was. Fängt so basshaltig an mit einer sehr tiefen Gitarre. Und dann sehr, also mit so einer hohen Stimme, so, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie man den Gesangsart nennt, wusste ich mal, habe ich es wieder vergessen. So richtig hoch gesungen, richtig geil. Dann geht's weiter mit Girl, Connor, Where Do We Go, I Love You und dann Everything All At Once, was wirklich ein Spitzensong ist. Wenn jemand der Chosen Pessimist von In Flames kennt, das Ganze jetzt nur noch ein bisschen nicht so energievoll, sondern ja, ruhiger, aber trotzdem mit genauso viel Energie und Emotion, nur das Ganze ruhig geballt. So geil. Und dann am Ende gibt's dann noch einen Song, wo der Sänger nicht singt, also ein Instrumentalsong sozusagen. Ist auch gut, ja. Also Simmel mit Simmel kann ich nur empfehlen. Das war mein Platz 1. Und jetzt kommen noch ein paar Alben, die ich auch empfehlen kann. Angefangen mit Killer Like an Rea. Das höre ich jetzt irgendwie rauf und runter, wenn ich jetzt die Liste nicht schon davor gemacht hätte und das nicht schon jeder aufgenommen hätte von den anderen Menschen, die mitwirken, würde Killer Liken bestimmt in der Liste unter den Top 5 sein. Es geht weiter mit Infected Rain Endorphin. Das Album ist auch richtig stark. Ich kenne die Band leider erst seit 2 Tagen. Und die wären auch bestimmt noch drinnen in der Liste. Habe ich leider erst jetzt entdeckt. Aber Infected Rain Endorphin, auch richtig geil. Weiter geht's mit einer lokalen Band, Raise Your Gods, für alle, die Death Metal richtig mögen. Also der so richtig in die Fresse reinfährt. Deliverer Some Evil kann ich nur empfehlen. Oder Additious Dream mit Venescence, wo ich vor kurzem eingeladen wurde in Graz. Also wer das Video nicht kennt, das Video unbedingt anschauen und natürlich die Musik anhören. Und natürlich der Sänger, der war gerade vorher im Video, der hat nämlich In Flames vorgestellt. Wenn man jetzt Venescence noch ein bisschen auf den Punkt bringen würde, ist es so ein Death-Metal mit Metalcore-Einflüssen, mit Geigen im Hintergrund, also so ziemlich alles, was es so gibt, sozusagen. A New Chapter mit Myself Nevermore ist auch ein österreichisches Band und die spielen so Metalcore, ein bisschen einen brutaleren Metalcore, sozusagen. Insomnium und Amon Amarth, die neuen Scheiben darf man auch nicht vergessen, genauso wie Rammstein und Sabaton, wobei ich die letzteren zwar jetzt nicht so arg gehört habe, aber sie sind trotzdem gut, weil wenn man jetzt vom Rammstein-Album, also mein Lieblingssong vom Rammstein-Album ist nämlich Was ich liebe, ich weiß nicht, warum den nicht jeder so gut findet, aber ich finde ihn richtig stark und das neue Sabaton-Album, ja, Sabaton kennt man, eh klar, also kann man sich wieder mal geben, wenn man will, aber ist jetzt nichts Neues. Also nichts, was schon auf Ghost Division, hieß das Album so, glaub schon, oben wäre. Mit diesen Worten verabschiede ich mich gleich. Abonnieren nicht vergessen, um keines der kommenden Metal-Videos vom neuen Jahr zu verpassen. Dann einen guten Rutsch ins neue Jahr, fröhliche Weihnachten und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder auf Floß Metal World. Bis dahin, ciao and stay heavy.